der Gebrauchtwagencheck. Heute mit dem Volkswagen T6.1, damit Sie wissen, worauf Sie achten müssen beim Gebrauchtwagenkauf. Bevor wir richtig durchstarten, kurz nochmal der Hinweis in eigener Sache. Wenn der Gebrauchtwagenkauf ansteht, dann haben wir hier natürlich hunderte von gebrauchten Schätzen stehen, sind natürlich auch der richtige Partner für den Verkauf eines Gebrauchtwagens und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne nutzen, um euren potenziellen Gebrauchtwagen auch prüfen zu lassen. So, jetzt widmen wir uns den Volkswagen T6.1. Bei Volkswagen ist das ja gar nicht so einfach. Kannst du erstmal uns allgemein ein bisschen was zu dem Auto sagen? Ja, also Volkswagen T6.1, Entschuldigung. Ursprung, glaube ich, war mal der T5 sogar, hat dann immer über viele Facelifts aufgebaut, dass es dann zum T6, glaube ich, 2015 gegangen ist. Ja. Richtig, oder? So rum. Wenn es zum fehlerhaft ist, bitte ab in die Kommentare. Absolut, ja. Ist es dann zum T6 gekommen. Mittlerweile sind wir beim T6.1, was wieder ein Facelift, also wieder ein Aufbau auf den eigentlich ein T6 ist, ne? Und ja, mittlerweile ein renommiertes Auto, hat natürlich eine riesen Motorenpalette, sowohl im Dieselbereich wie auch im Benzinbereich. Die kann ich gar nicht alle einzeln nennen, sonst sind wir morgen noch hier. Ja, so das ist grundsätzlich der T6-Bus, der natürlich einen riesen Kult hat, ne? Das darf man schon so sagen, auch wenn der eigentliche Kult ja vom T1 kommt, aber ist immer noch sehr beliebt und hat dadurch natürlich auch eine extreme Wertstabilität. Ne? Das muss man einfach so ehrlich sagen, wie es ist. Muss man anerkennen. Ja. Ferner, es gab ja ein paar, ich glaube T4, T5, auch ein paar Linienmodelle, die doch ein bisschen anfällig waren, die die Werkstatt öfter gesehen haben. Laut Pannenstatistik schlägt sich der T6.1 hervorragend. Also da wird es jetzt zwar schon einige Punkte geben, auf die du uns hinweist, aber kann man sagen, sehr solide, sehr schönes Auto. So ist es. Aber jetzt will ich ihn kaufen und leider ist ja der Vorteil, dass es wertbeständig ist, der Nachteil, dass der meistens gebraucht auch eine ganze Menge Geld kostet. Worauf sollte ich achten? Ja, wie immer komme ich als erstes auf die Rückrufe zurück. Ja. Da haben wir jetzt beim T6.1, wenn wir den jetzt angehen, auch gar nicht so viele. Da gab es natürlich die Diesel-Thematik, die überall das Thema war. Das war eine Software-Update, wo dann darüber gemacht wurde. Das sollte schon durchgeführt sein. Und dann gab es noch eine Rückrufaktion von den Türschlössern. Ja. Okay. Da gab es Feuchtigkeit eingetreten in die Türschlösser und dann haben die sich selbstständig geöffnet bei so 0 Grad plus minus. Und ja, da gab es auch eine Rückrufaktion für. Sollte man draufschauen im Shaker, falls es beim Vertragshändler, dass die das auch bitte gemacht haben. Ne? Genau. Okay. Das ist so der Vorcheck, bevor ich hinfahre. Und jetzt kommen wir natürlich zum Auto. Ja. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die wir schon achten müssen. Und da ist jetzt das größte Thema eigentlich der 204 PS, also der große Motor, der große Diesel. Ja. Der hat Probleme mit der Temperatur gehabt und es hat teilweise sogar zum Motorschaden geführt. Ne? Also da muss man schon dann genauer hingucken, wenn man jetzt so ein 204 PS hat, sollte man jemanden mitnehmen, der sich dann auch wirklich mit den Autos und mit Motoren auskennt. Also wenn man, ich meine, klar, großer Diesel, derjenige, der mit dem Bus wahnsinnig viele lange Strecken fahren will, mhm, der wird wahrscheinlich gern zu diesem Motor greifen. Klar. Wenn er aber die Alternativen hat, dann würdest du eher sagen, guck lieber, wenn in Gebrauchtwagenmarkt, lieber zu einem Motor. Natürlich hat der 204 PS auch den Vorteil, bisschen mehr Leistung, großer Diesel, ist jetzt auch nicht negativ. Ja. Also lasst euch da ordentlich beraten, schaut euch das ordentlich an und dann rate ich nicht davon ab. Aber muss eigentlich die Kfz-Fachwerkstatt dann einen Blick drauf werfen. Genau. Okay. So ist es. Haben wir sonst noch was? Aber die anderen Motoren sagst du, hast jetzt nichts Nennenswertes, wo du sagst, oh, kritisch. Ja, gut, was bei den Diesel immer so ein bisschen Thema ist, ist verbreitet bei mehreren Herstellern, das will ich jetzt gar nicht VW zuschreiben, dass die AGR-Ventile natürlich öfters mal verrußen. Das haben wir auch verstärkt bei den Dieseln, bei den Motoren. Und da ist natürlich schwer, das auch selber zu prüfen. Das muss man einfach so ehrlich sagen, wie es ist. Wäre es auch gut, wenn man das dann doch hinterfragt und nochmal danach schauen lässt. Ja? Aber wenn die verrußt sind, dann haben wir nicht mehrere tausend Euro Schaden. Das haben wir nicht. Ja, kommt ganz drauf an. Ne? So ein AGR-Ventil, das kann man nicht einfach reinigen, weil es eine Klappe ist, die natürlich auch sehr feinmechanisch ist. Muss meistens ersetzt werden und dann sind wir schon im hohen 100-Euro-Bereich auf jeden Fall.
Okay, das klingt mir aber schon ein bisschen. Erste Grundempfehlung, geht dann doch zur Fachwerkstatt und lasst reinschauen. Gut. Was haben das wir noch? Das muss jeder immer selbst beurteilen. Wir können ja nur immer die Probleme ansprechen. Ne? Marvin, ein Thema müssen wir noch kurz ansprechen. DSG-Getriebe. Wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, was es ist. Da sagst du, sollte man auch einen Blick nachwerfen oder nachhören. Was ist da das Thema? DSG-Getriebe ist ein Doppelkupplungsgetriebe, also ein Automatikgetriebe, das ein bisschen schneller schaltet und auch komfortabler schaltet. Ist ein super Getriebe. Sollte man aber schon darauf achten, dass das ordentlich funktioniert. Da hat VW, wie viele andere Hersteller, mit dem Doppelkupplungsgetriebe auch ein bisschen Probleme. Da sollte man die Funktion genau prüfen. Alter, da musst du mir mal helfen. Was kann ich denn jetzt tun als Laie? Gibt's also man muss auf Geräusche hören, man muss hören, dass es ordentlich schaltet. Also wenn es defekt ist, macht es meistens so Rasselgeräusche, sage ich jetzt mal. Also das muss ich aber beim Schalten dann hören, also wenn ich grob runter... Ja genau, das hört man dann schon. Das hört sich dann nicht ganz gesund an, ne? Und es ist das Doppelkupplungsgetriebe ist der Gang immer voraus eingelegt, bedeutet, es ist ein richtig smoother Übergang in den nächsten Gang. Wenn das ruckartig ist, dann stimmt was nicht. Ja? Oh, man soll das voll durch. Teuer. Genau, man soll das voll durchschalten und voll zurück. Okay. Gibt es Kupplungsprobleme und alles Mögliche. Einfach beim DSG-Getriebe, wenn man Automatik nimmt, nochmal genau. Also sprich, wenn das nicht butterweich schaltet, weil das ist ja die Stärke dieser Getriebeart, genau. Wenn man das merkt, ruckt, oder wenn es sich irgendwie so rasselnd anhört. Rasselgeräusche, ja. Dann Vorsicht, Getriebe, habe ich gelernt, teuer. Dann haben wir noch die elektrische Schiebetüren, dass die ab und zu ausfallen. Ne? Das haben wir auch vermehrt schon gehört, ja? Und auch schon gehabt, dass die ausgefallen sind. Und dann gibt es noch so ein... Die kann ich aber leicht testen, wenn sie, ja, wenn sie funktionieren oder funktionieren nicht. Aber man sollte sie, Funktionsprüfung sollte man schon durchführen. Weil das wahrscheinlich auch nicht Peanuts sind, die zu reparieren. Absolut, okay, ja. Dann haben wir noch eigentlich so zwei kleinere Themen, sage ich jetzt mal. Kann man auch leicht selber prüfen. Man sollte sich schon gerade im Innenraum die Knöpfe anschauen. Da merkt man vermehrt, dass die einen höheren Verschleiß haben, also stärker abnutzen. Wenn einen das nicht stört, alles gut. Wenn es einen stört, sollte man darauf achten, dass man die alle anschaut, ne? Weil die nutzen stärker ab, wie wir das gewohnt sind. Also hat eine Materialauswahl vielleicht nicht ganz glücklich, weil es den ja theoretisch auch eine Handwerkervariante genau. gibt, hat man vielleicht nicht ganz ideal die Oberflächenmaterialien gewählt. Okay. Genau. Und zu guter Letzt, das ist auch eine Sache, das haben wir mehr aus den Foren rausgezogen, muss man ehrlicherweise sagen. Haben wir jetzt selber sind wir noch nicht so konfrontiert worden damit, dass es immer wieder Probleme gibt in der Verbindung mit der App. Ja. Also das Zusammenspiel zwischen Fahrzeug und App, dass da mal ein Status nicht stimmt und. Das ist jetzt vielleicht nicht für alle tragisch, aber ist natürlich ein Thema, wo im Forum immer wieder hart diskutiert wird. Dann Marvin. Ich habe schon mitbekommen, dass manche geflucht haben über die Spürschienen. Da hast du mich ausgelacht und hast gesagt, WD-40, da brauchen wir nicht in die Fachwerkstatt gehen. Ja, also natürlich gibt es auch so Kleinigkeiten, ne? Wo man immer wieder liest und auch mitkriegt, ne? Kommen auch immer wieder Kunden zu uns, dass beispielsweise die verstellbare Sitze sich nicht ordentlich verstellen lassen. Klar, die brauchen natürlich auch ein bisschen Fett, WD-40 beziehungsweise ein Fett, wo man da hinmacht, damit das wieder gangbar wird und dann ist gut. So Kleinigkeiten, die möchte ich hier eigentlich gar nicht ansprechen, aber natürlich auch einen Punkt kann man nennen, aber das ist mit Sicherheit kein, ihr dürft das Auto nicht kaufen deswegen. Ne? Also in unserem Gebrauchwagencheck, es gibt durchaus T-Modelle, wo wir das vielleicht so nicht sagen würden, aber im Großen und Ganzen sehr robustes, sehr gutes Fahrzeug. Klar, ihr müsst eine Menge Geld wahrscheinlich dafür noch in die Hand nehmen, weil sie auch gebraucht ihren stolzen Preis haben. Hat man aber auch wieder die Wertstabilität dahinter. Ja, super. Dann sage ich noch ab in die Kommentare, wenn es weitere Fragen, Anregungen gibt. Wir haben es geschafft, bis heute jedes Kommentar uns anzuschauen, jedes Kommentar auch zu beantworten. Und dann sage ich Marvin, Dankeschön. Ich würde ihn ja am liebsten als Familienpapa gleich selber mitnehmen, dass du mir den T6.1 vorgestellt hast als Gebrauchtwagen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald zum nächsten Check. Jo. Dankeschön.